Moin, mein Brothers, ist das. Mein Name ist Stylish Styles und heute zocken wir The Bunny Graveyard. Und bevor du redest, ich weiß, was du denkst. Wer würde ein Spiel spielen, das der Häschenfriedhof heißt? Leute, ich würde es spielen. Crazy Guy. Ich meine, das Spiel sieht verdammt vielversprechend aus. Ist das ein toter Hase? Also, falls ihr nichts gegen Hasen habt, dann lasst bitte ein Like und ein Abo da. Wenn nicht, dann habt ihr halt was gegen Hasen. Oder noch schlimmer, ihr habt was gegen mich. Ja, das schon eher. Oh, das kommt hin. Stimmt, eigentlich haben wir nur was gegen dich. Du bist aber auch schon verdammt hässlich. Meine Mutter sagt, ich sehe normal aus. Okay, ich bin gespannt. Okay, es scheint so, als würden wir auf einen alten PC-Bildschirm gucken. Mit einem neuen Windows-Update, die kleine Wetteranzeige der Taskleiste, I see you. Und wir haben hier dieses kleine Bunny, auf das ich nicht draufklicken kann. Oh. Du hast nicht die Erlaubnis, diesen Ordner zu öffnen. Bitte kontaktiere deinen Administrator. Kann ich nicht einfach rechtsklicken und als Administrator starten? Mist! Okay, das Icon ist jetzt in der Mitte des Bildschirms. Das ist weird. Anscheinend müssen wir einfach ganz oft da draufklicken. Und es teleportiert sich die ganze Zeit. Du kannst nicht vor mir entkommen. Oh. Vielleicht wäre es sogar besser, wenn das Ding mir entkommen wäre. Willkommen. Du siehst bekannt aus. Haben wir uns schon mal getroffen? Du musst nach irgendwas suchen. Ah, lass mich raten. Du bist für sie hier, oder? Wie erwartet. Folg mir. Wie soll ich dir folgen? Du bist in einem Bildschirm drin. Okay, was können wir jetzt... Das sieht verdammt gruselig aus. Da. Ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, dem Bunny zu folgen. Okay, ich glaube, das Bunny ist hier auf der linken Seite lang. Verdammt, da sind mehrere. Ich laufe jetzt einfach durch die Lauf da nicht die ganze Zeit weg! Das macht mir irgendwie ein ganz unwohles Gefühl. Okay, auf der linken Seite lang. Perfekt. Nochmal die linke Seite. Wenn wir irgendwas falsch machen, müssen wir wieder von Anfang an starten. Das hier ist der Anfang. Okay, linke Seite. Nochmal links. Und diesmal laufe ich rechts. Diesmal mache ich nichts falsch. Oh Gott. Ich will einfach mal hier lang laufen. Es war falsch! Das ist schwer! Oh Gott! Okay, wir müssen uns die Reihenfolge merken. Geradeaus, links, rechts. In welche Richtung sollen wir hier laufen? Ich weiß es nicht. Wir laufen einfach mal nach rechts. Das war falsch! Mann! Das kann nicht wahr sein! Okay, geradeaus, links, rechts. Perfekt. Okay, wir probieren es hier. Das war richtig. Und hier ist ein Haus. Aber da können wir nicht reingehen. Du siehst nicht aus wie der Hase von eben. Du siehst anders aus. Wer bist du? Hier sind wir, mein Freund. Wenn du diese Tür einmal geöffnet hast, wird deine Reise beginnen. Warte mal, meine Reise beginnt jetzt erst? Ich bin gerade locker 30 Mal durch denselben Wald gelaufen. Und du willst mir wirklich sagen, meine Reise beginnt jetzt erst? Bist du aufgeregt, sie endlich zu treffen? Haha, mach weiter. Der Hase wartet. Der Hase wartet? Okay, das ist ein komischer Satz. Ich hinterfrag das einfach mal nicht. Oh, ein Portal! Kommen wir damit... Wir kommen in den PC rein? Oh, das ist nice. Das gefällt Styli. High five. Okay. The Bunny Garden. Start Game. Okay, wir haben auf dem PC jetzt anscheinend ein Spiel gestartet. Und das Spiel heißt komischerweise nicht The Bunny Graveyard, sondern The Bunny Garden. Start Game. Ich bin gespannt. Bestimmt wird sich dieser Garten irgendwann in ein Friedhof verwandeln, weil alle sterben werden. So kann ich es mir auf jeden Fall vorstellen. Die Grafik gefällt mir. Das sieht nice aus. Hä? Eine fliegende Hand. Genau wie du. Es sieht so aus, als würde sie einen silbernen Ring um den Zeigefinger tragen. Sie will dir was zeigen. Lass uns rausfinden, was. Alter, die Hand war verdammt schnell gerade. Oh mein Gott, die Steuerung ist Wahnsinn. Lovely Garden, das hört sich doch gut an. Das sieht aus, als wäre es ein friedliches Spiel. In welche Richtung muss ich jetzt laufen? Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein verdammtes Labyrinth. Punkt, Punkt, Punkt. Das sagt mir nicht viel. Ich kann die Schilder anscheinend alle nicht lesen, aber da ist ein Haus drauf. Und wir wollen zu dem Haus. Was genau kann ich... Oh, da ist die Hand! Okay, hinterher! Ich verstehe halt nicht, wieso alles in diesem Spiel versucht, weg vor mir zu rennen. Was bist du? Das sieht spaßig aus. Du bist eine Hand, die Ping-Pong spielt, okay? Ich habe diese Dinger übrigens nie verstanden. Ich habe das mit diesem Ping-Pong und dem Ball 3-4 Mal geschafft. Und dann habe ich aufgegeben. Das Spiel hat für mich eine Konzentrationsspanne von 10 Sekunden. Okay, hier haben wir Hände, die Bäume schneiden. Das hier ist irgendwie eine Handwelt. Und meine Hand sucht das Bunny. Das ist sie. Ich habe sie angetippt.
Okay. Hey, Partner! Mein Name ist Sky. Sky, der Hase. Ich denke, meine Nummer B hat dich hergebracht, oder? Das ist großartig. Es macht mich so happy, kleine Hände rumhängen zu sehen. Okay. Alles gut? Ich meine, ein paar von euch gehen nicht mal nach draußen. Gucken immer Fernsehen und tun nichts. Egal, ich werde abgelenkt. Nun, wo du hier bist, werde ich ehrlich mit dir sein. Es war hart, nach einem Ort zu suchen für meine Hände und mich. Ich meine, versteh mich nicht falsch. Sie sind alle ziemlich hilfreich. Aber manchmal sind sie ziemlich faul. Also habe ich nachgedacht. Wie wär's, wenn du mir hier auch hilfst? Vielleicht können wir diesen Garten zu etwas Speziellem machen. Es wird spaßig, ich verspreche es dir. Also, was sagst du? Hast du Lust auf den Job, Partner? Irgendwie habe ich ein ganz unwohles Gefühl bei ihr. Aber ich werde den Job mal ablehnen. Bitte? Da, wenn du bitte sagst, dann sage ich auch nein. Ah, komm schon. Nein. Bitte? 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 Okay, das heißt, egal was wir tun. Großartig. Gut, ich sehe dich dort, mein Freund. Wir hatten gar keine Chance, den Job abzulehnen. Ich hatte recht mit dem Hasen. Ich habe ein komisches Gefühl. Okay, gehen wir wieder nach oben zum... Der Hase ist nicht mehr hier. Das heißt, wir können weiterlaufen. Hier waren wir vorher noch gar nicht. Wir kommen weiter. Denke ich jetzt mal, falls wir überhaupt noch... Oh, da ist der Hase. Mist! Du bist hier. Willkommen in meinem Garten. Weil das dein erster Tag ist, werde ich dir die Basics beibringen. Komm schon, wir pflanzen Blumen. Ich möchte mit dir keine Blumen pflanzen. Du siehst aus wie ein Psycho. Ein verdammter Psycho, hast du gehört? Tag Nummer 1. Oh mein Gott, das ist sowas. Hit den Interact-Button. Oh, warte mal, ich weiß, wie es funktioniert. Erklärt sich eigentlich von selbst. Jetzt müssen wir es schaffen. Das ist ein Minispiel. Oh, die Performance war nicht gut. Versuch deinen Lebensbalken nicht auf 0 sinken zu lassen. Oder es startet von 9. Okay, okay, okay. Das kriegen wir hin. Nice. Let's go. Ein easy peasy lemon squeezy. Okay. Das war die erste Blume. Muss ich jetzt wirklich die ganze Zeit Blumen graben? Wow, na, gute Arbeit. Es sieht so aus, als wärst du durch mit dem Graben. Ich werde einer meiner Handpartner rufen, um dir zu helfen mit dem nächsten Teil. Nummer B, komm her für eine Sekunde. Was meint ihr damit, ihr könnt Nummer B nicht finden? Oh, dann hol mir Nummer 3. Oh, ich glaube, das heißt gar nicht Nummer B, sondern Nummer 8. Das sieht so ähnlich aus. Okay, jetzt haben wir 2 Hände und wir müssen trotzdem beide timen. An der Mechanik des Spiels hat sich also gar nichts verändert. Okay. Wir kriegen das easy hin. Perfekt, komm. Wir arbeiten einfach mal schneller, damit wir das hinter uns bekommen. Weil ich habe dieses Spiel nicht gestartet, um mir jetzt irgendwo im Garten zu helfen, um ehrlich zu sein. Okay, und so schnell wachsen auch Blumen. Ich habe keinen Bock, das alles neu zu starten. Ich weiß ja auch nicht, ab welchem Punkt wir neu starten, ne? Deswegen konzentrier dich, Snily. Perfekt. Es sind nicht mehr viele. Ich glaube, das hier ist die vorletzte. Let's go. Und die letzte. Perfekt. Gute Arbeit. Ich weiß, danke schön. Ich leiste immer gute Arbeit. Oh, bist du schon fertig? Wow, dank dir so sehr, dass du mir geholfen hast. Wenn du mich entschuldigst, ich muss etwas Wichtiges machen. Aber keine Sorge, in der Zwischenzeit kannst du alle anderen kennenlernen. See ya. Okay, ich glaube, jetzt wird irgendwas mit Nummer B oder Nummer 8 passieren. Wir spawnen nämlich wieder vorne. Nein, wir spawnen wieder genau da, wo wir vorher waren. Ich weiß nicht, ob wir im Garten weiterlaufen können. Meine Hand ist irgendwie rot. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich langsamer laufe. Es kann sein, dass ich müde bin. Oder scheint die Hand nur rot wegen der Morgensonne? Ein kleiner Schuppen. Eventuell, wo die Gartenwerkzeuge aufbewahrt werden. Okay, da du es so komisch betonst, glaube ich eher, dass da Leichen aufbewahrt werden. Aber niemand fragt mich. Und das ist vielleicht auch besser so. Das sind die Blumen, die wir eben gerade angepflanzt haben. Aber kommen wir jetzt hier noch irgendwie zurück zu den anderen? Ich glaube nicht. Nein, wir müssen den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Wow. Da sind viele Handpartner. Hier, hier und da. Es ist Zeit, deine anderen Handpartner kennenzulernen. Okay, wir müssen mit jedem Einzelnen reden. Mit dem müssen wir Basketball spielen. Muss ich jetzt mit den allen ein Spiel spielen? Oh, darauf habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock. Ich weiß nicht mehr, wo der Korb... Das ist doch voll unfair, das Spiel. Okay. Easy peasy lemon squeezy. Let's go. Oh, das war nicht allzu einfach, tatsächlich. Das hat ein bisschen gedauert. Du hast Papier gefunden. Okay. Das war die erste Aufgabe. Die haben wir erfüllt. Und es gibt wahrscheinlich bei jeder Hand eine andere Aufgabe. Was haben wir denn hier? Verstecken spielen wir. Okay, das ist nice. Wenn ich es 2 oder 3 Mal versuche, verstecken sie sich immer am selben Ort. Oh, ich glaube, da ist einer. Ja, perfekt. Wir haben die ersten gefunden. Oh, Nummer 2. Nur noch eine einzige Hand. Wo könnte sie sein? Ich glaube, da hinterm Baum, oder? Ja. Komm schon. Ja, alle gefunden. Nice.
Okay, wir haben wieder ein Stück Papier bekommen. Ich weiß nicht, wofür die gedacht sind, aber wir werden es rausfinden. Mit dir kann ich nicht spielen, aber mit dir kann ich doch Schere, Stein, Papier spielen. Nice! Wer zuerst 4 hat, gewinnt. Wähle deine Attacke. Schere. Schere ist immer gut zum Starten. Komm schon! Ich gewinne nur mit Schere, ist egal. Wie nice! Okay, ich habe wieder ein Stück Papier bekommen. Und ich glaube, das waren alle Missionen. Was soll das bedeuten? Ist das ein Jutsu? Okay, eine Hand geht nach unten und da liegt das Papier. Einer der Handpartner geht zum Brunnen. Du sollst nach unten gehen und gucken, was vor sich geht. Dann lass mich gucken, was vor sich geht. Ich bin gespannt. Handpartner, oh Gott. Yo, ist der gerade einfach in den... Entschuldigung. Der ist in den... Da ist ein Bunny und ein Kreuz drauf. Das ist wahrscheinlich die Verschwörungsgruppe gegen das Bunny. Hallo? Passwort. Kann ich jetzt dieses Jutsu aufführen? Komm schon. Wrong. Wie kann ich diese Map nochmal angucken? Die Map lag ja bei dem Bunny, der auf der Bank eingeschlafen ist. Wir gucken uns das einfach nochmal genau an. Oben links runter. Oben links runter. Punkt rechts. Hehe. Okay, komm rein. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Ich komme rein. Die Bunny-Verschwörung muss losgehen. Oh, das sieht weird aus. Das sieht ganz schön weird aus. Hallo? Ist hier jemand? Ich habe Angst. Ich laufe nach rechts und nach links. Was ist das für ein langer Gang? Wie habt ihr das überhaupt gebaut? Ihr lasst den ganzen Garten hier einstürzen. Der ist komplett untergraben. Wollt ihr pflanzen? Oh, da ist ein Bunny. Die Kunst an der Wand sagt, keine Bunnies erlaubt. Okay, und was, wenn das Bunny den Code kennt? Da sind viele Sprühdosen auf dem Flur. Und ein kleiner Holztisch. Die Kunst an der Wand sagt... Ich liebe Bock. Die hassen anscheinend das Bunny alle. Es ist zwar kein Grund für mich, in den Brunnen reinzuspringen. Oh mein Gott, was ist das hier? Das sieht krank aus. Was geht ab, Bro? So, du hast also mein geheimes Versteck gefunden, ha? Das ist beeindruckend. Ich werde nicht lügen. Das ist doch das Bunny. Ich werde ehrlich zu dir sein. Irgendwas ist komisch bei dir, mein Freund. Ich möchte dich nicht verurteilen oder sonst was, aber... Aber ich habe noch nie einen Handy-Pell gesehen, der genauso aussieht wie du, Dude. Ich krieg nicht dieselben Vibes, die ich mit anderen Händen bekomme. Hat Mama keine Handschuhe mehr oder was? Weißt du was, Bro? Ich habe eine Challenge für dich. Wir starten einen Wettbewerb. In ein paar Minuten. Also wenn du willst, gewinn den Wettbewerb und du bekommst mein Vertrauen. Hört sich gut an, oder? Oh mein Gott, du bist doch definitiv selbst ein Bunny. Ich sag nein. Ich meine, ja cool. Ich denke aber, du wirst das coolste Event deines Lebens verpassen. Aber ich will trotzdem nicht mitmachen. Ich meine, cool, aber... Oh Gott, kann ich jetzt wieder nicht nein sagen? Und wenn ich ganz oft nein sage, passiert irgendwas? Oder sagt er die ganze Zeit einfach dasselbe? Weil darauf habe ich keine Lust. Oh, ich glaube, er sagt nur dasselbe. Okay, dann drücken wir einfach mal ja. Du hast uns überredet. Wunderbar, Alter. Lass uns die Party starten. Warte, ich habe fast vergessen. Mein Name ist Boxers, hehe. Okay, Zeit zu gehen. Deswegen stand da auch I Love Box. Das stand für Boxers. Okay. Es wird dunkel draußen. Die Handpartner kriegen langsam Angst. Die Tür des Hauses ist seit langem geschlossen. Was passiert hier? Das weiß ich doch nicht. Sky! Nur zur Erinnerung. Wenn einer von euch durch das Labyrinth kommt, werden die Dinge hier nicht gut aussehen. Verstanden, ne? Deine Aktion. Bring die anderen in Schwierigkeiten. Oh, das ist wieder die Hand mit dem Ring. Also denk nicht mal dran, nach unten zu gehen. Oh! Ah! Das ist Nummer B oder Nummer 8. Die Hand. Guck dir die Zeit an. Meine Handpartner warten jetzt seit Stunden. Es tut mir leid, dass ich euch so viel Zeit genommen habe. Ich muss jetzt nach Hause gehen. Aber du solltest einschlafen. Vor allen Dingen du. Nummer B oder Nummer 8. Okay. Ich denke mal, Nummer B oder Nummer 8 wird nicht mehr aufstehen. Hallo? Oh, das ist das ganze Schlafenshaus von allen Händen. Und das mit dem Ring ist Nummer B oder Nummer 8. Okay, was passiert jetzt hier? Wohin willst du Nummer B? Okay. Es war klar, oder? Dass dir heute noch was passiert. Oh, guck, wer ist denn das? Ist das nicht Nummer B? Schleicht sich schon wieder raus. Es sieht so aus, als würdest du es nicht verstehen. Soll ich dir Manieren beibringen? Okay, es ist Nummer 8. Ich nehme das als hier. Okay. Alter, krass. Der Handschuh wird auseinandergerissen. Okay.
Das war ein magischer Handschuh. Also ich fand das Spiel weird. Ich fand, das war gut gemacht. Das war jetzt ja auch nur die Demo zu dem Spiel. Es gibt ja auch irgendwann eine Vollversion, die dieses Jahr noch rauskommen soll. Gratulation, du hast es bis zum Ende der Demo geschafft. Was du gespielt hast, waren nur die ersten 30 Minuten des Spiels. Aber Bunny Graveyard ist größer, als du denkst. Du wirst Städte erkunden, farmen und Monster begegnen. Und viele komische neue Freunde. Und nebenbei das verstörende Mysterium hinter Bunny Graveyard finden. Wie du siehst, ist es ein großes Projekt. Ich mag den Artstyle und wie er sich auch verändert hat über die Zeit. Wie fandet ihr das Spiel? Welche Note würdet ihr ihm geben von 1 bis 10? Ich für meinen Teil beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye bye.